Tide aktuell. Hörschwelle. Die Wandsbeker Chaussee. Ein Mann kniet auf einer Plastiktüte und betet. Sein Gesicht ist der Erde zugewandt. Vor ihm ein Becher. Es schneit schon seit Stunden. Der Sozialarbeiter Octavian Jipan spricht ihn auf Rumänisch an. Als der Mann ihn bemerkt, richtet er sich auf. Da, exakt. Ai unde să dormi acolo? Nu. Păi nu merge acolo să dorm. Unde dorm? Și unde trebuie să dorm? Es gekommen, Arbeit zu suchen, aber findet nicht. Aber ist normal. Wo soll er Arbeit finden, wenn er die Sprache nicht kennt? Er sagt, wenn jemand mir sagen würde, ich habe was zu arbeiten, jetzt würde ich sofort dahin. Er sagt, er würde mit der Schaufel alles machen, was sie wollen. Er mag auch nicht, dass er hier betteln muss. Endstation Treppenhaus. Obdachlose Osteuropäer in Hamburg. Eine Sendung von Nele Larsen. Der junge Mann ist 21 Jahre alt und möchte seinen Namen im Radio nicht nennen. Er kommt aus einem kleinen Dorf namens Pröscht in Rumänien. Seit 2 Wochen ist er in Hamburg. Zu Hause warten seine 3-jährige Tochter und die ganze Familie, in der Hoffnung auf ein wenig Geld. Er ist friedlich und spricht die Leute nicht offensiv an. Er hofft, dass die Leute ihm von allein etwas geben möchten. Er betet, sagt er, dass er Geld kriegt. Wie kids da, Alter? 4 Uhr ungefähr bleibt er hier, weil 5 machen die da auf. Ne? Gemeint ist die Unterkunft des Winternotprogramms in der Münzstraße. Der junge Mann berichtet von katastrophalen Zuständen vor Ort. Er kann nicht schlafen. Aufgrund der Alkoholexzesse seiner Mitbewohner findet er keine Ruhe. Heute Abend könnte er es bei einer anderen Unterkunft versuchen. Um seine Familie durch den Winter zu bringen, ist er vor 2 Wochen nach Deutschland gekommen. Kennen tut er hier niemanden. Bis vor einem Jahr habe er noch in einem kleinen Forstbetrieb gearbeitet. Doch jetzt ist alles anders. Er sagt, die Wälder sind abgekauft. Und der nimmt es oder kumpert es aus China. Er sagt, irgendwelche deutsche Firmen haben da Wald abgekauft. Und jetzt haben die Wachleute, der sagt, wir können dich auch erschießen, wenn du da etwas abholzen willst. Das ist keine Seltenheit. Octavian Jipan arbeitet für die Beratungsstelle Plata. Sie berät Osteuropäer, die ohne Unterkunft oder Arbeit nach Hamburg gekommen sind. Er erklärt, wie es zu den Missständen in Rumänien kommen konnte. Viele westliche Unternehmen sind seit der EU-Erweiterung 2007 in Rumänien tätig. Auch das Auftreten von deutschen Firmen und die Verlagerung von Standorten hat gerade in ländlichen Gegenden zur Verschärfung der Situation beigetragen. Wir haben gerade jetzt ein Dorf, von wo einige Bettler hier kommen, und wir haben die gefragt, wieso und warum, was macht ihr hier und warum jetzt in die letzten 2-3 Jahren. Und die haben uns erklärt, dass haben im Dorf da eine Zementfabrik gehabt, wo 2500 Leute gearbeitet haben, ne, früher. Und inzwischen ist das von einer westlichen Firma aufgekauft, dieser Betrieb, und alles automatisiert. Und vielleicht arbeiten jetzt 250 Leute da insgesamt. Und der Rest ist ohne Job, ohne nichts. Ne?
weil die abseits stehen von anderen Ballungszentren, da finden die auch keinen Job und dann landen sie hier. Ne? Jeder, der arbeiten kann, begibt sich auf die Reise. Dass dies nicht freiwillig geschieht, weiß auch Stefan Karenbauer, Sozialarbeiter beim Hamburger Obdachlosenprojekt Hinz und Kunst. Er regt sich auf, dass es der Politik nur um einen zollfreien Warenverkehr von A nach B gehe. Man hätte darauf achten müssen, ob die neuen Mitgliedstaaten über ein funktionierendes Sozialsystem verfügen und ob sie in der Lage wären, eine gewisse Verantwortung für ihre Bevölkerung zu tragen. Es heißt, die rumänischen Arbeitsämter würden ihren Landsleuten oftmals raten, in den Westen zu reisen, um dort einen Job zu finden. Und die machen's. Und die reisen dann eben halt nach Spanien und machen dort die Tomatenernte und reisen von dort aus nach Italien und machen dort die Weinernte oder so. Aber es gibt eben halt auch Leute, die nach Deutschland kommen und die versuchen hier legale Arbeit zu finden, finden nichts. Was machen sie denn? Dann gehen sie betteln, machen Musik, sind selber davon schwer genervt, dass sie so einen Scheiß machen müssen. Aber ihre Kinder warten in ihren Dörfern, dass sie Geld nach Hause schicken. Und das wissen alle. Und trotzdem sagen sie, du musst wieder nach Hause fahren. Die fahren nicht nach Hause. Stefan Karenbauer würde es genauso machen. Natürlich breche man auf, um seine Kinder irgendwie satt zu kriegen. Niemand tue das freiwillig. Alle würden gerne wieder zurückkehren, wenn sie in ihren Herkunftsländern Arbeit bekämen. Aber da in den letzten Jahren viel Industrie zusammengebrochen sei und von effizienteren Industrien ersetzt wurde, ginge das nicht. Es würde noch viele Jahre dauern, bis ein Sozialsystem aufgebaut wäre, das dem Deutschen ansatzweise gleichkäme. Octavian Jiepern von Plata kann sich durchaus in die Situation der Menschen hineinversetzen. Vielleicht kann man denn auch verstehen, wenn die nichts haben, dann das ist irgendwie auch so, sind Zusammenhänge, die man nicht sieht, wenn man nicht weiß. Und die Hintergründe sind Zusammenhänge, die man nicht sofort durchschaut. Aber nicht jeder gewinnt bei dieser Osterweiterung und das sind die Verlierer. Ne? Aber wer gewinnt? Wer zieht Vorteile aus dem Elend anderer? Der Koordinator von Plata, der Beratungsstelle für Osteuropäer, Andreas Stasiewicz, berichtet von Menschen, die beispielsweise von dem knappen Hamburger Wohnraum profitierten. Er kenne Fälle, in denen Leute ihre Treppenhäuser vermieten. Eine Matratze, 5 Euro die Nacht. Eine Zwei-Zimmer-Wohnung für 10 Personen. Insgesamt 2000 Euro Miete pro Monat. Ein gutes Geschäft. Es gibt nichts, was es nicht gibt. Keller, Baracken, kleine heruntergekommene Wohnungen ohne vernünftigen Strom oder Warmwasser. Also das sind die Vermieter, die dabei verdienen. Es sind auch Zeitarbeitsfirmen, die diese Leute vermieten. Und 3-4 Branchen, also Fleischindustrie, Baugewerbe, Logistik, Reinigungsgewerbe, die Menschen sehr zu billigsten Konditionen einstellen oder auf Gewerbeschein zum Beispiel als quasi Selbstständige oder Scheinselbstständige, wo dann so eine Vereinbarung nicht mehr am Mindestlohn gebunden ist oder sogenannte Werkverträge, sodass man die Firmen oder die Menschen aus EU-Ausland in Deutschland einstellen kann, ohne deutsche Gesetze richtig greifen können. Andreas Stasiewicz erzählt von Verträgen aus dem Hotelgewerbe, in denen auf der ersten Seite der Mindestlohn garantiert würde. Ganz hinten im Vertrag steht die Klausel: Wer nicht 5 Hotelzimmer in einer Stunde reinigen kann, bekommt die Hälfte des Stundenlohns. Diese Verträge kennt Sebastian. Auch er möchte seinen Nachnamen im Radio nicht nennen. Er nimmt die Beratung von Plata in Anspruch. Weißt du, ohne Dokument, ohne Papiere, ohne nichts, ohne Anmelden, Krankenkasse, ohne, weißt du was, ist für mich ein Problem, ist ein großes Problem. Ich bin Ausländer, weißt du, ist ein großes Problem Arbeit. Wie ist Arbeit, falls Arbeit? Ich nehme da auch, weißt du, egal was, aber Arbeit, Geld, ja? Und das machen wir. Sebastian ist Mitte 30 und kam aus Polen. Weil er ein Handy gestohlen hat, verbrachte er die vergangenen 7 Monate im Gefängnis. Allerdings hat er während der Inhaftierung gearbeitet und daher nun Anspruch auf Sozialleistungen. Ich habe Freude, ja, aber ich muss arbeiten. Aber ohne Geld, ohne Wohnung, ohne Arbeit, das ist nicht normal alles, weißt du. Andreas Stasiewicz von Plata setzt sich für Sebastian ein. Er habe zumindest ein Recht darauf, einen Antrag zu stellen wie alle anderen. Sebastian hat einen Freund dabei, der ihm bei den Behördengängen behilflich ist. Jeden Tag versuchen sie, die Dokumente für eine Arbeitserlaubnis zu erhalten. Denn eigentlich braucht er sofort einen Job.
Andreas Dasiewicz. Das ist auch ein schwieriger Fall. Man kann eventuell nachvollziehen, wenn jemand hier Gefängnis war, irgendwas verbockt hat und danach Anspruch auf Sozialleistungen bekommen sollte, dass das zuerst ein bisschen komisch klingt. Aber der hat seine Strafe abgesessen, der ist sauber und hat sehr lange gearbeitet. Aber trotzdem möchte man solche Leute von dem Sozialsystem fernhalten. Kann man nachvollziehen. Einen Ausländer, der es hier verbockt hat, möchte man dann gerne loswerden. Aber jemanden verweigern, überhaupt Formulare auszufüllen, das ist nicht in Ordnung. Da müssen wir es das durchsetzen. Hart getroffen hat es auch Jerzy. Der Mann aus Polen ist schätzungsweise Ende 60 und hatte einen legalen Job im Baugewerbe sicher. Renovierungsarbeiten hätten ihm ein regelmäßiges Einkommen gesichert. 2 Tage bevor er den Vertrag unterschreiben sollte, wurde er schwer von einem Auto angefahren. Mehrere Rippen und beide Unterarme sind gebrochen. Andreas Dasiewicz übersetzt. Also ich kann nicht arbeiten nach diesem Unfall. Ich wurde einfach überfahren und ich weiß es nicht, was da passiert ist. Die Einrichtung, wo ich jetzt bin, hilft mir ziemlich viel. Aber wie meine Zukunft aussehen wird, weiß ich zurzeit nicht. In Polen hat er auch keine Zukunft. Hier hat er die Arbeit, die er leider durch diesen Unfall einfach verloren hat. Der zuständige Polizist, der seinen Fall betreut, ist seit Monaten krank. Daher ist seit August nichts mehr geschehen. Jerzy landete sofort auf der Straße. Er kann kaum lange stehen, geschweige denn arbeiten. Viele ausländische Obdachlose arbeiten schwarz. Sie arbeiten unter schlechtesten Bedingungen. Wer versucht, sich zu wehren, wird gekündigt. Es gibt genug verzweifelte Menschen, die sofort nachrücken. 3 Euro die Stunde sind besser als nichts. Die Menschen, die keine Arbeit finden, leben auf der Straße. Ohne Sprachkenntnisse geschieht das schnell. Im Winter wird das gefährlich. Das ist auch dem Vorsitzenden der Harburger Bezirksversammlung und SPD-Mitglied Thomas Völsch bewusst. Es gibt Obdachlose in der Stadt. Es gibt Angebote für diese Menschen. Wir können sie nur beraten. Wir können sie nicht zwingen, in Einrichtungen zu gehen. Aber die Stadt stellt wieder fast 900 Plätze im Winternotprogramm zur Verfügung. Und ich hoffe sehr, dass die Menschen dieses Angebot noch annehmen. Bei fast 2000 Obdachlosen in Hamburg ist an dieser Stelle nicht mal für die Hälfte gesorgt. Abends gibt es vor jeder Anlaufstelle des Winternotprogramms Warteschlangen und Ungewissheit. Stefan Karenbauer von Hinz und Kunst erklärt, warum einige Obdachlose das Angebot aber gar nicht annehmen möchten. 50% machen großen Bogen um diese Einrichtung, weil sie sagen, nee, ich habe hier eine gute Platte und die ist mir sicherer und da bin ich besser aufgehoben als in so einer Einrichtung, wo ich immer Angst haben muss, dass mir das letzte Hab und Gut auch noch geklaut wird. Natürlich sei es gut, dass es das Winternotprogramm überhaupt gäbe. Aber Stefan Karenbauer betont, das Winternotprogramm sei ein niedrigschwelliges Angebot. Und das habe Auswirkungen, welche die Gesellschaft irgendwann tragen müsse. Mit diesem Winternotprogramm, wie es seit Jahren so läuft, ist es ja kein Winternotprogramm mehr, sondern mittlerweile nur noch Erfrierungsschutz. Also es ist auch weiter abgebaut worden. Die Anzahl der Betten erhöht, aber der Komfort sozusagen runtergeschraubt. Das macht die Menschen krank. Also auch bei Wind und Wetter tagsüber vor die Tür gesetzt zu werden. Das ist momentan das größte Problem für Jerzy. Nach seinem Unfall braucht er dringend Bettruhe. Bei sogenannter Notunterkunft muss man die bis 9 Uhr verlassen und kann man um 17 Uhr wieder rein. Und das ist das Problem, wenn er kaum laufen kann, kann er diesen ganzen Tag eigentlich auf der Straße liegen. Deswegen kämpfen wir dafür, dass er tagsüber irgendwo auch ein Bett bekommt oder einen Platz, wo er ruhig sitzen kann. Über den Tag können Einrichtungen angesteuert werden. Für einen Kaffee oder eine günstige Mahlzeit. Allerdings bieten diese Angebote momentan nur für 400 Menschen Platz. Das heißt, bei einer geschätzten Zahl von 2000 Obdachlosen müsse man sich immer beeilen und von einem Ort zum nächsten hetzen, bis man abends wieder in die Notunterkünfte darf. So Stefan Karenbauer. Das macht sie krank. Und wir werden das irgendwann erleben, nämlich dann, wenn die Menschen so schwer krank sind, dass sie ins Krankenhaus müssen. Und dann müssen wir sowieso die Kosten tragen. Und die Leute brauchen einfach Ruhe. Und müssen selber entscheiden können, ob sie das Haus verlassen oder nicht. Ich sage mal, jede Lungenentzündung fängt mit einer kleinen Erkältung an.
Darüber hinaus käme die öffentliche Diskussion durch das Winternotprogramm wieder zum Erliegen. Die Gemüter seien für den Winter beruhigt. Die Hamburger Politik scheue sich davor, den Menschen dauerhafte Unterkünfte anzubieten. Man befürchte, es kämen dann noch mehr Menschen nach Hamburg. Und um da einen Riegel vorzuschieben, was man eben halt bei offenen Grenzen so einfach nicht hinkriegt, ist die Politik ganz klar auf Abschreckung ausgelegt. Und man arbeitet im niedrigschwelligen Bereich, das heißt, die Leute kriegen was zu essen, wir haben Kleiderkammern, die privat finanziert werden, das ist alles okay. Oder auch Beratung, die eine Fahrkarte anbieten und damit man nach Hause fährt. Aber das ist nicht so, dass man damit die Problematik an den Wurzeln packt, sondern das ist einfach, ja, Gewissensberuhigung. Den Hamburger Politikern ist bekannt, dass sie osteuropäische Obdachlose schlecht erreichen. Die Obdachlosen wissen, dass sie von der Stadt keine sozialen Leistungen zu erwarten haben. Viele sehen daher keine Notwendigkeit, auf Straßensozialarbeiter zuzugehen. Das ist auch dem Vorsitzenden der Harburger Bezirksversammlung, Thomas Völsch, bewusst. Das heißt, das einzige Angebot, was man ihnen tatsächlich machen kann, ist, zu Beratungsstellen wie Plata zum Beispiel zu vermitteln, die ihnen helfen, zurückzukehren. Das ist in der Tat ein Problem, das sind neue Gruppen und darauf müssen wir uns jetzt neu einstellen, glaube ich. Ein Rückfahrticket nach Rumänien kostet 130 Euro. Plata verfügt über Gelder, die diese Reisen in die Heimat finanzieren. Pro Person genau einmal. Der junge Mann, der in der Wandsbeker Chaussee auf den Knien um Geld bat, wird wieder zurückgehen. Lange wird der Rumäne das Leben auf der Straße nicht durchhalten, prognostiziert Octavian Jipan von Plata. Er sagte, wenn uns jemand Arbeit geben würde, das wäre alles, was die wollen. Es unica rete te agresează să vorbesc urât cu tine. Da. Da? Mai zice unii Arbeit, să mă duc la muncă, dar dacă nu știu să-i spun, nu știu. Sagen, geh mal arbeiten, aber. Mai duce unul de ăsta la noi acolo, România, și să nu știu. Im Rahmen der Freizügigkeit darf sich jeder Mensch frei in der EU bewegen. Deswegen stehen ihm aber nicht automatisch Leistungen zu. Nur wer im deutschen System gearbeitet hat, hat Anspruch auf Leistung. Das bringt Stefan Karrenbauer aus der Fassung. Ich sag mal, das ist wirklich dummes Gequatsche von Seiten der Politiker nach dem Motto, sie hätten ja keinen Anspruch auf irgendwelche Sozialleistungen. Es sind Menschen, die auf der Straße schlafen, die nicht nach Hause kommen. Und man muss sich dieser Problematik einfach stellen und sagen so, völlig wurscht mittlerweile, ob sie aus Polen kommen, ob sie aus Rumänien kommen oder ob sie aus Mazedonien kommen. Wenn ein Osteuropäer das einzige Verlangen hat, eine Wohnung haben zu wollen oder eine gesicherte Unterkunft und Sozialberatungsstellen oder auch Straßensozialarbeiter sagen, ja, würde ich dir gerne geben, aber ich habe nichts. Was soll die Beratung dort? Außer zu sagen, du, ist nicht so gut, dass du so viel Alkohol konsumierst. Das ist keine echte Hilfe. Obdachlosigkeit ist mit dem Alkoholkonsum fest verknüpft. So zumindest die öffentliche Wahrnehmung. Auch Obdachlose, die nicht trinken, werden stigmatisiert. So auch Jesche. Er aber trinkt nicht. Ihn stört der Lärm in der Notunterkunft. Nein Arbeit, nein Geld, Polen, Scheiße, gerade nicht Alkohol. Ja, ja, muss ich doch schlafen, ist nämlich Alkoholiker. Ja, nein. Weil da sehr viel Alkohol getrunken wird, dass er wenig schlafen kann und das ist für ihn auch ein Problem. Er kann sich kaum bewegen, er muss sehr viel liegen, versucht ab und zu ein paar Behördengänge zu machen, aber eigentlich braucht er eine Ruhe und ein Bett, was er zurzeit noch nicht hat, für den ganzen Tag. Und wenn Obdachlose doch trinken, ist es ihnen oft selbst unangenehm in der Öffentlichkeit. Aber sie haben keine andere Wahl. Nur wenige kennen das Hans-Fitzer-Haus in Harburg. Dort können sich Menschen aufhalten und Alkohol konsumieren. Olaf Bohn ist Sozialarbeiter in der Einrichtung. Es dürfen eigentlich alle Bürger dieser Stadt ins Hans-Fitzer-Haus, sofern sie keinen harten Alkohol bei uns konsumieren wollen und keine illegalen Drogen konsumieren wollen. Es ist allerdings gedacht für Menschen mit Suchthintergrund, für Menschen mit Alkoholproblemen, Probleme mit illegalen Substanzen und für die hier einen Aufenthaltsraum zu schaffen. Das ist primäres Ziel des Hans-Fitzer-Haus. Aber rein darf hier jeder. Die Einrichtung bietet auch Sucht- und Rechtsberatungen an. Harter Alkohol ist verboten. Wer sich nicht daran hält, bekommt Hausverbot. Osteuropäische Gäste sind davon oft betroffen.
Warum ist das so? Man kann sagen, dass für viele Menschen aus Osteuropa der Konsum von Wodka, von Hartalk, gleichzusetzen oder das Gleiche bedeutet wie für andere Leute hier der Bierkonsum. Das heißt, dass wir dadurch einen sehr großen Teil der Menschen aus Osteuropa hier nicht reinlassen. Wir haben ja wirklich nachhaltig Hausverbot. Ist natürlich nicht schön. Andererseits haben wir auch Osteuropäer hier, allerdings nicht so viele, die sich daran halten. Die wissen, hier ist kein Hartalk erlaubt. Die fühlen sich aber hier umso wohler dadurch. Die wissen, dass denn hier tatsächlich auch ein bisschen Ruhe im Karton ist, dass sie hier nicht so unter Druck geraten, sich eine Vollbetankung zu geben. Also wir haben Osteuropäer hier im Haus, allerdings wenige. Der Großteil der Osteuropäer hat hier leider nachhaltig Hausverbot. Stefan Karenbauer von Hinz und Kunst fragt sich, welche Möglichkeiten einem Sozialarbeiter in solchen Situationen bleiben. Ernstzunehmende Hilfe gäbe es nicht uneingeschränkt für jeden Menschen. Wenn ein Osteuropäer dem Alkohol verfallen sein sollte, habe ich ihm halt nicht die Möglichkeit zu sagen, komm, wir versuchen eine Alkoholberatung hinzukriegen. Es gibt Therapieplätze, es gibt Entgiftungsplätze. Es stellt sich bei den Leuten sofort die Frage, wer bezahlt das? Niemand. Aber die meisten Passanten wissen nichts davon. Viele regen sich auf, wenn sie an den trinkenden Obdachlosen am Harburger Rathausmarkt vorbeikommen. Fürchterlich, ganz, ganz fürchterlich. Das gehört sich erstens, gehört sich das nicht. Und wie die sich benehmen, ist ja schon mal ganz, ganz furchtbar. Überhaupt nicht mehr gut. Ja, es wird langsam unsympathisch, unheimlich. Vor allen Dingen, wenn man so ein bisschen in der Dämmerung geht, weil es nicht nur mehr eine Ecke ist, es sind jede Ecken. Einfach unangenehm. Im Grunde genommen, okay, die können da sitzen, aber ohne Alkohol. Alkoholverbote auf öffentlichen Plätzen. Eine Überlegung, die seit ein paar Monaten auch wieder in der Harburger Bezirksversammlung diskutiert wird. Auf dem Harburger Rathausmarkt sitzen viele Gruppen und trinken. Im letzten Jahr sind es noch mehr Menschen geworden. Der Harburger Bezirksamtsleiter Thomas Völsch dazu. Ich könnte rein theoretisch auf dem Harburger Rathausplatz den Alkoholkonsum verbieten. Das gibt die Rechtslage her, das ist eine Grünanlage. Das würde aber in Wahrheit dazu führen, dass die Gruppen sich woanders treffen. Das wäre nicht die richtige Lösung, glaube ich. Deshalb, glaube ich, war es klug, dass der Hauptausschuss der Bezirksversammlung jetzt entschieden hat, dass das Thema in unserer Sicherheitskonferenz weiterverfolgt wird. Ein Alkoholverbot würde für alle gelten. Der Hochzeitssekt nach der Trauung im Harburger Rathaus wäre damit auch gestrichen. Es müsse schließlich gerecht zugehen. Stefan Karenbauer hält vom Alkoholverbot auf öffentlichen Plätzen nichts. Die Aufregung von Geschäftsleuten, von der Politik, es ist seit Jahren immer das gleiche Spiel. Es beginnt sozusagen im Frühherbst oder Ende Sommer, dass die Ersten anfangen, sich aufzuregen über Menschen, die draußen zelten, über Menschen, die viel Alkohol konsumieren und die Parkbänke besetzen. Das steigert sich so ein bisschen bis November, bis dann es heißt wie Alkoholverbote oder wir müssen die Leute nach Hause schicken, also alle Sachen, die nicht durchführbar sind. Wie soll es laufen? Sollen sie ihr Bier in die Jackentasche stecken oder in eine Plastiktüte, wie es in Amerika ist? Ist nicht machbar. Olaf Bohn sagt, dass sich durch das Hans-Fitze-Haus die Situation auf dem Harburger Rathausmarkt entspannt hat. Zum Thema Alkoholverbot auf öffentlichen Plätzen hat er eine klare Haltung. Da muss man sagen, dann ist Alkohol halt in der Öffentlichkeit verboten, wie im HVV ja inzwischen auch ganz erfolgreich durchgesetzt. Und ja auch wie in Städten wie zum Beispiel Amsterdam und Riga und in skandinavischen Städten, Oslo, Stockholm, da darf einfach kein Alkohol in der Öffentlichkeit getrunken werden, konsequent. Dementsprechend gibt es da auch nicht dementsprechende Szenen, weder in Amsterdam noch in Stockholm. Das ist konsequent. Kann man gut oder schlecht finden. Auf alle Fälle finde ich das Gejammer. Wir wollen keine Alkoholexzesse auf den Straßen. Ziemlich wohlfeil, wenn man dann gleichzeitig sagt, wir wollen aber kein Alkoholverbot. Der Harburger Bezirksamtsleiter Thomas Völsch äußert Bedenken. Zum einen ist da der Verwaltungsaufwand. Es braucht Personal, um das Verbot auch immer wieder durchzusetzen. Das Zweite ist, dass sich in Deutschland in den letzten Jahren gezeigt hat, dass ein solches generelles Alkoholverbot auf öffentlichen Wegen und Plätzen rechtlich nicht durchsetzbar war. Es gab in mehreren Gemeinden, Kommunen, die den Versuch, das per Verordnung oder Satzung zu regeln. Und in aller Regel sind diese Satzungen beklagt worden.
In der Vergangenheit haben fast alle Gerichte entschieden, dass der Alkoholkonsum zu keiner unmittelbaren Gefahr für die Sicherheit und Ordnung im öffentlichen Raum führte. Deshalb wurden die meisten Verbote im Nachhinein wieder aufgehoben. Olaf Bohn entgegnet, dass Sozialarbeit allein das Problem auf den öffentlichen Plätzen nicht lösen könne. Was könnte die Obdachlosen aus Osteuropa wirklich unterstützen? Andreas Stasiewicz von Plata schlägt Entwicklungszusammenarbeit vor. Das Beste wäre irgendwo Sozialabkommen. Es gab ein Sozialabkommen mit Estland, mit Spanien, mit Italien, aber das hat die deutsche Bundesregierung das gekündigt. Oder irgendwelche, das funktioniert teilweise im Bereich Krankenversicherung, dass die zum Beispiel polnische Krankenversicherung auch die Kosten der Behandlung im Ausland übernimmt. Offiziell soll das mit Rumänien und Bulgarien funktionieren, aber läuft das nicht so gut. Andreas Stasiewicz schlägt für die EU internationale Vereinbarungen im sozialen Bereich vor, damit der soziale Status der Menschen schneller geklärt wird. Es gäbe im Augenblick zu wenig Beratungsstellen, die das leisten. Die Menschen müssen vor Ausbeutung geschützt werden, durch effektive Kontrollen im Niedriglohnsektor und durch Verbesserung der Arbeitsrechte in den Heimatländern. Die große EU-Osterweiterung der Europäischen Union hat teilweise zu einer humanitären Katastrophe teilweise in Westeuropa geführt. Wir haben schon Informationen, Nachfragen aus Reykjavik, wo auch eine polnische Obdachlose-Szene ist. In Norwegen, ich habe die in Stockholm gesehen, dieses Problem ist europaweit. Es würde die EU Jahre und viel Geld kosten, die schwächeren Länder zu unterstützen, um dort eine bessere Infrastruktur aufzubauen. Momentan fühle sich aber niemand dafür verantwortlich, so Stefan Karenbauer. Der Teufelskreislauf für Obdachlose besteht oftmals darin, dass sie ohne Wohnung keine Arbeit bekommen und umgekehrt. In den Winternotunterkünften dürfen sich die Obdachlosen nicht anmelden. Daher erhalten sie keine Steuerkarte und deswegen arbeiten sie schwarz. Wer glaubt, mit dieser Politik die Leute loszuwerden, der täuscht sich. Octavian Jipan sieht momentan keine Alternative zu den Winternotunterkünften. Es würden einfach zu viele Menschen auf der Straße leben. Er und seine Kollegen versuchen zu helfen, wo sie können. Auch wenn minimal ist. Ich glaube, ohne uns wäre das noch schlimmer und noch härter alles. Aber ab und zu kannst du helfen, dann hast du ein gutes Gefühl. Ne? Menschen respektvoll zu begegnen, das dürfe nicht vergessen werden. Es gehe um Sichtbarkeit und vor allem darum, was man nicht sehe. Von den Menschen, die nach Deutschland kommen, um zu arbeiten, schaffen es rund 10% nicht. Und die anderen 90%? Die meisten, die in Einführungsstrichen hier das schaffen, sieht man die nicht. Ne? Weil die kriegen einen Job und die meisten kommen ganz viele Leute, die Schule haben. Ne? Die haben gelernt, einen Beruf. Gibt es hier ganz viele Ärzte, ganz viele Krankenschwestern. Im IT-Bereich gibt es ganz viele Rumänen, die arbeiten. Fragen Sie bei Airbus, da haben die, weiß ich nicht, eine ganz große Prozentzahl von Leuten. Aber die sieht man nicht. Man sieht nur diese Bettler, die auf der Straße sind. Und dann kommt so ein falscher Blick auf das ganze Situation. Die Bilder von Pappbechern und Schildchen mit Bettelbotschaften haben sich in die Köpfe eingebrannt. Nur wenige denken darüber nach, wie die Menschen in diese Situationen geraten sind, wenn sie ihnen auf der Straße begegnen. Ich denke, da müssten sich auch die Mitmenschen vielleicht ein bisschen um die kümmern, wenn die keinen haben. Also ich denke, dass eher grundlegend Probleme gelöst werden müssen. Wenn gesagt wird, die Leute sollen hier nicht trinken, dann sitzen sie wahrscheinlich irgendwo anders. Ich würde ein bisschen genauer hingucken, woran liegt es. Klar, wenn es die Leute stört, ist es auch nicht gut. Denke ich, müsste man ins Gespräch kommen und eher mal gucken, wo fehlt es. Das kann einem ja auch leid tun. Denn viele, die rutschen da ja rein in dieses Elend und haben überhaupt gar keine Schuld daran. Und das tut weh. Endstation Treppenhaus. Obdachlose Osteuropäer in Hamburg. Eine Sendung von Nele Larsen. Es sprachen Nele Larsen und Jan Hoffmeister. Ton und Technik Nele Larsen. Redaktion Katrin Jäger. Eine Produktion von TIDE, Hamburgs Community-Sender und Ausbildungskanal 2016.